Leute, hallo und herzlich willkommen zum Local Heroes hier auf FS1. Wir befinden uns wieder hier im Rockhaus bei einer Local Heroes Ausgabe, die heute mit den etwas härteren Tönen auftritt. Und dazu begrüße ich jetzt wenigstens einen Teil von Isegal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Vielleicht ganz kurz um eine kurze Vorstellung. Wer ist Isegal noch dazu, weil heute, glaube ich, die Hälfte nicht da ist? Naja, es sind jetzt ein zwei Drittel gerade nicht da. Also Isegal bin ich, Lord Drakanus, habe damals 2005 die Band gegründet, also war mittlerweile 11 Jahre, haben in der alten Besetzung 2008 unser erstes Album aufgenommen, danach ist es ein wenig ruhig geworden um uns, haben dazwischen die Band einmal auf Eis gelegt, vor, ich glaube, 3 Jahre ist es jetzt, oder 2 Jahre, habe ich die Band wieder reaktiviert mit neuen Leuten, unter anderem eben ein Antares an der Gitarre, zwei Leute von Tuxedo haben wir noch eingezogen, zwei Leute von den Analfüsters. Ja, und somit sind wir jetzt in einer 6-Mann-Truppe geworden, was eigentlich vorher nie geplant war. Ja, aber manchmal ergibt es sich einfach und dann soll es so sein. Ja, wenn es passt, dann passt es. Von 3-Mann auf 6-Mann angewachsen. Das Genre ist ja, wenn man das so nennen kann, Oldschool Black Metal. Was kann man sich darunter vorstellen für Leute, die im Metal jetzt nicht ganz so affin sind? Also Oldschool Black Metal ist im Gegensatz zu dem, was die meisten unter Black Metal kennen, nicht einfach nur Vollgasgebolze, sondern Oldschool Black Metal ist in der Regel etwas atmosphärischer. Trashiger. Ja, genau, ein wenig trashiger, ein wenig rumpelnder, ein bisschen mehr die Nackenwirbel anstrengender. Ja, aber da hat sich in der Hinsicht jetzt auch schon wieder einiges geändert. Durch unter anderem Antares, der jetzt dann sehr viele Melodien eingebracht hat und das Ganze die Sachen weiter ausgebaut hat. Hat sich das dann ein bisschen mit der Pause verändert, sagen wir es mal so? Also, weil du gesagt hast, du hast es wieder animiert, war das dann was Neues oder war das ein Anschließen ans Aufnehmen? Nein, das eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich haben wir mit dem weiter, also habe ich so gesehen, mit dem dann weitergemacht, was damals vorhanden war. Nur früher waren wir eine Gitarre und eben durch den Antares ist dann noch der Nenama dazu gekommen und jetzt sind der Jackson, also jetzt haben wir 3 Gitarren. Und aufgrund dessen hat sich halt dann sehr viel getan. Ja, es ändert sich natürlich mit dem ja öder. Es ändert sich das Ziel automatisch. Wir werden älter und kälter. Ja, und das ist ja das, was man dann als musikalischen Schaffungs- und Entwicklungsprozess bezeichnet, glaube ich, was ja auch sehr gut ist. Jetzt muss ich fragen, Isegal, woher kommt der Name und was heißt der? Es war so klar. Es tut mir leid, ich kenne mich nicht, also ich muss blöd fragen. Isegal heißt im Endeffekt eigentlich nichts anderes als Isegal. Super. Das ist großartig. Mir war irrsinnig langweilig, ich war relativ betrunken, ich war auf der Suche nach einem Bandnamen und irgendwann ist mir einfach eingefallen, Isegal. Ich dachte, warte mal, das klingt ja gar nicht einmal so schlecht und den Namen hat noch keiner. Und es ist mir im Grunde auch wurscht, was die Leute von unserer Musik oder von uns halten. Von dem her hat es einfach gut gepasst. Finde ich super, weil ich habe im ersten Moment gedacht, das klingt schon ein bisschen nach nordischer Mythologie auch und wo man für, wenn man sagen kann, für Leiden, glaube ich, der Metal auch schon stark verankert ist, aber dann mit dem wird es sehr oft assoziiert. Mit eben, irgendwas Nordischen, mit irgendwas Dämonischen. Aber ich finde es großartig, dass es nicht so ist und dass es eigentlich wirklich das Isegal ist. Finde ich super. Einfach nur Mundart. So soll es sein. Zu anderen passt. Das letzte Album war ja von 2008, das war Ivarum Black Metal Demon. Wie schaut es aus mit neuer Musik? Ist sowas geplant schon? Es wird gewerkelt, es wird geschrieben. Aber wir haben halt auch ein paar Perfektionisten in der Band. Also es wird immer wieder weiterentwickelt. Es ist geplant, dass wir jetzt dann früher oder später was machen. Genau sagen können wir eigentlich noch nichts und wollen wir uns auch noch nicht so 100% festlegen, weil es verschiebt sich im Endeffekt dann sowieso immer wieder. Und man will keine Erwartungen schüren und das, ich glaube, ist eher am gescheitesten davor, nicht zu viel zu reden. Dann reden wir vielleicht über das Naheliegendste, und zwar jetzt gleich auf der Bühne des Rockers. Alles, was wir jetzt gehört haben, wie wird sich das dann live gestalten? Wie sind Isegal live? Laut, schnell, abwechslungsreich. Black Metal halt. Black Metal halt. Geschminkte Gesichter, verkehrte Kreuz, passt schon. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit Black Metal heute. Genau. Isegal. We'll be right back.
Thank you.
langsam mal Schlacht zu schauen. Probieren wir es mal mit einer weiteren Nummer. We'll be right back.
Alles vielleicht was mit ein bisschen mehr Melodie, eher so zum Einschlafen. We'll be right back.
Tour wieder ein bisschen mehr aufs Ganze. Thank you.
Weil es jetzt leider auf einer Bühne nicht genug sind, machen wir 7 draus. Ein Heimhof von der Storm Rage. Ihr wart sehr schon viel besser unterwegs. Der Heimhof von der Storm Rage.